Hallo meine Lieben, hier bin ich mal wieder und zwar hat die liebe Barbara einen schönen Tag erstellt, den Über das Leben Tag. Das sind 30 Fragen, die ich nun beantworten werde und fange jetzt ganz einfach mal spontan an. Ich habe mir die Fragen rausgeschrieben, habe mir jetzt noch keine Antworten dazu geschrieben, wie ihr sehen könnt, sind das nur Fragen und jetzt habt ihr auch mal meine Sauklaue gesehen. Fangen wir jetzt einfach mal an mit der Frage Nummer 1. Bist du mit deinem Leben zufrieden? Jein. Also mal mehr, mal weniger. Also es könnte noch ein bisschen besser sein, wenn so ein, zwei Punkte anders wären. Aber das ist halt, daran arbeite ich und ich möchte halt so an meinem Leben arbeiten, dass ich rundum zufrieden bin. Ansonsten ist bei mir eigentlich alles soweit okay. Also ich kann mich nicht beschweren und darum sage ich jein. Mehr, mal weniger. Ist wohl bei jedem so. Frage Nummer 2. Würdest du etwas ändern oder anders machen, wenn du auf dein Leben zurückschaust? Definitiv ja. Ich würde einiges anders machen. Ich würde nach meiner Ausbildung als PKA weitermachen zur PTA oder ich würde nochmal eine Schule besuchen oder was auch immer. Also ich wäre beruflich weitergegangen in dem Bereich. Ich hätte keine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht. Denn das war ein riesengroßer Fehler von mir, finde ich persönlich. Ich hätte irgendwas anders machen sollen. Also das hätte ich definitiv nicht gemacht. Dann hätte ich so früh noch kein Kind bekommen. Also ich wurde ja mit 22 schon Mama. Also ich bin froh, dass ich meine Tochter habe. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber ich finde, es war einfach zu früh. Ich hätte eher mit 30 ein Kind kriegen sollen, sage ich jetzt mal so. Ich denke mal, das ist ein Alter, was nicht zu jung und nicht zu alt ist, wo man schon einiges im Leben erreicht hat, wo man schon ein bisschen Geld verdient hat und was aufgebaut hat. Und ich steckte da praktisch am Ende meiner zweiten Ausbildung und naja, da ist einiges ein bisschen doof gelaufen, finde ich. Das würde ich auch ändern. Drittens, was war dein schönstes Erlebnis? Mein schönstes Erlebnis war die Geburt meiner Tochter. Und die, das Kennenlernen von meinem Mann. Dann die vierte Frage. Was war dein prägendstes Erlebnis? Mein Zusammenbruch 2008. Fünftens. Was ist das traurigste Erlebnis, was ich bisher hatte? Der Tod von meinem Opa. Sechstens. Was meinst du ist nötig, um ein schönes Leben zu führen? Was nötig ist, um ein schönes Leben zu führen, das ist eine tolle Familie, das sind Freunde, aber wirkliche echte Freunde, denen man vertrauen kann. Dass man genug Geld hat für Lebensmittel, also Essen, Trinken und vielleicht für ein Hobby und Liebe. Liebe ist am allerwichtigsten. Liebe und Vertrauen ist für mich steht an erster Stelle und ja. Das ist sehr wichtig, um ein schönes Leben zu führen. Und meine Familie, ohne die geht gar nichts. Hast du aus deinem Leben schon Menschen ausgeschlossen? Ja, habe ich. Und das nicht nur einen, sondern mehrere. Und ich sortiere mittlerweile immer wieder Menschen aus, die mir nicht gut tun. Diese Energievampire, die immer nur verlangen oder wollen und für die man nur existiert, wenn sie... Wie soll ich sagen, wenn sie mal keinen anderen haben oder wenn sie ein Problem haben oder so, diese Leute sortiere ich aus. Brauche ich nicht, muss ich nicht haben und es gibt noch andere Leute, die ich auch sortiert habe, aber das ist ein anderes Thema. Achtens, hast du dich verändert im Vergleich zu früher? Definitiv ja. Ich habe vom Aussehen her anders ausgesehen und ich war vom Wesen her anders. Ich war damals, sage ich mal so, als Jugendlicher sehr oberflächlich. Ich war ein Mensch, wie ich so heute nicht leiden kann. Also wenn ich meinem jugendlichen Ich begegnen würde, würde ich meinem jugendlichen Ich links und rechts einer auf die Backe hauen. Neuntens, bereust du etwas? Ja, ich bereue einiges und ich bereue eine Sache ganz extrem, die mir letztes Jahr passiert ist, aber darüber möchte ich nicht sprechen. Zehntens, was würdest du deinem Kind über das Leben erzählen? Mein Kind ist 16 Jahre alt und ich habe mit meinem Kind auch schon öfter über das Leben geredet.
Ich würde meinem Kind aber mitgeben, dass das Leben doch nicht so einfach ist, wie sie sich das immer vorstellt, dass das Leben eben kein Ponyhof ist, dass es gute, aber auch schlechte Tage gibt, dass das Leben aber trotzdem lebenswert und schön ist. Ja, das Leben ist halt eben kein Ponyhof. 11. Was sagst du zu Höhepunkten und zu Tiefpunkten? Beides gehören zum Leben dazu. Höhepunkte sind natürlich wunderschön, Tiefpunkte sind dagegen, naja, aber wie gesagt, es ist wie Himmel und Hölle, gut und böse, schwarz und weiß. Es gehört zum Leben dazu. Welche Bedeutung haben Kinder und Tiere für dich? Kinder. Ich wollte früher nie Kinder haben, bis ich dann mit meiner Tochter schwanger war. Und ich bin überglücklich, dass ich meine Tochter habe. Ich würde jetzt aber kein zweites Kind kriegen, das weiß ich. Aber Kinder sind toll. Von Kindern kann man sogar einiges lernen. Tiere sind für mich keine Tiere. Für mich sind Tiere genauso Lebewesen wie du und ich. Tiere gehören für mich zum Leben dazu. Sie also gehören auch zur Familie dazu. Darum esse ich auch keine Tiere. 13. Frage. Glaubst du an Gott oder eine höhere Macht? Ja, ich glaube an eine höhere Macht, eventuell auch an einen Gott oder an Götter. Ich will mich da jetzt gar nicht festlegen, weil man kann ja nie zu 100% sagen, es gibt nur einen Gott oder es gibt nur dies oder das. Ich finde, in allem und jedem steckt irgendwie das Göttliche und auch das Wunderbare. Guckt euch einfach nur mal in der Natur um. Das Leben und Sterben von den Jahreszeiten. Jetzt sagen wir mal, an einem Baum sieht man das ganz speziell. Wenn im Winter die Blätter abfallen und der Baum stirbt, also die Blätter sind dann weg. Und im Frühjahr fängt er langsam an, die Knospen kommen, dann fängt er an zu blühen und dann steht er in der vollen Blüte. Und dann im Sommer und dann je nachdem im Herbst kann man dann ernten, die Blätter fallen und im Winter stirbt er wieder. Also das ist für mich was ganz Tolles, das ist ein Wunder und in jedem steckt das Göttliche. Man sollte öfter mal in sich reinhören. Gibt es ein Leben nach dem Tod und wie alt möchtest du werden? Also ich glaube, dass es nach dem Tod was gibt. Ein Leben nach dem Tod weiß ich nicht, ob man das jetzt Leben nach dem Tod nennen kann. Es gibt auf jeden Fall was nach dem Tod, weil sonst wäre ja irgendwie alles praktisch umsonst, was wir lernen, tun und übermitteln wollen. Ich glaube, da gibt es einiges zwischen Himmel und Erde, was viele Menschen nicht verstehen wollen oder wahrhaben wollen. Es gibt aber auch Menschen, die das wirklich wahrnehmen und die viel fühlen oder viel sehen können und ich finde das auch sehr wichtig, dass es die Menschen gibt, dass die auch den anderen Menschen, die denken, nur du stirbst und danach ist gar nichts mehr, ein bisschen übermitteln können, dass wirklich noch was dahinter steckt. Dass die Seelen etwas älter sein können, als man wirklich denkt. Und ach, ich glaube wirklich daran, das jetzt mal so abschließend zu sagen und wie alt ich werden möchte. Ich möchte eigentlich alt werden. Ich wäre gern richtig, richtig alt. Ich möchte gern mit meinem Mann, weiß ich nicht, mit 90 da liegen und auf mein Leben zurückgucken und mich auch über mein Leben freuen, über das, was ich erlebt habe. Und ich möchte meine Enkel kennenlernen. Ich möchte im Alter durchatmen können und sagen, ja, ich habe es doch geschafft, mein Leben richtig in den Griff zu kriegen und was auf die Beine zu stellen. Und ja, ich möchte alt werden. Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Ist die 15. Frage gewesen. 16. Bist du krank und hast du daraus gelernt? Ich bin psychisch krank. Ich habe eine Angst- und Panikstörung, ab und an auch depressive Phasen, wie jetzt Herbst-Winterzeit. Das habe ich allerdings seit 21 Jahren und komme mittlerweile relativ gut damit klar. Ab und an gibt es Rückfälle, ja. Und was habe ich daraus gelernt? Ich habe daraus gelernt. Was habe ich daraus gelernt? Tja, Angst ist mehr als ein Gefühl. 17. Was gibt dir Kraft? Meine Familie gibt mir Kraft. Meine Mama gibt mir Kraft. Meine Oma, mein Bruder,
Stiefpapa, mein Mann, meine Tochter gibt mir Kraft. Es gibt mir sogar Kraft, wenn ich rausgehe und einen Baum umarme. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Egal, ob sich das jetzt lächerlich anhört. Ich umarme gerne im Frühling, wenn ich mich wieder darüber freue, dass das Leben erwacht, gehe ich hin und habe schon einen Baum umarmt und habe Danke gesagt. Und unsere Tiere geben mir Kraft. Das ist so schön, wenn es mir jetzt mal nicht so gut geht. Und ich hole zum Beispiel den Hasen aus dem Käfig, lege ihn mir auf die Brust und streichel den und merke, wie er sich auch entspannt bei mir und ihm das gut tut. Das gibt mir alles Kraft. Und auch darüber reden, wie es mir geht, gibt mir Kraft mit lieben Menschen. Und ja, das ist schon schön. 18. Frage: Was brauchst du in deinem Leben und was brauchst du nicht? Ich brauche in meinem Leben meine Familie, meine Mama, also meine ganze Familie, die mir näher steht, mein Mann, meine Tochter, alle, die brauche ich wirklich. Und was brauche ich noch? Freunde. Egal ob reale Freunde oder Online-Freunde, man kann auch online schöne Freundschaften aufbauen und die brauche ich auch, dass man ab und an mal reden kann. Es muss kein täglicher Kontakt da sein, aber ab und an, das wäre schon schön. Was brauche ich nicht im Leben? Ich brauche keinen Hass, ich brauche keinen Krieg, ich brauche keine Leute, die mir sagen, wie ich zu sein habe oder was ich zu tun und zu lassen habe. Und ich brauche auch keine Leute, die meinen, mich zu kennen und über mich zu urteilen, obwohl die mich noch nie im Leben privat gesehen haben oder so. Nein, das ist was, was ich überhaupt nicht brauche. Und Neid brauche ich nicht und dummes Geschwätz brauche ich nicht und ja, also so ein Krams. Dann die 19. Frage. Wie war deine Kindheit? Meine Kindheit, wie war die? Im Prinzip eigentlich schön. Also ich habe meine Mama und die hat uns, also ich habe noch einen 9 Jahre jüngeren Bruder und meine Mama hat uns immer praktisch beschützt und ich war auch viel bei Oma und Opa, bin da praktisch mit groß geworden und wurde da auch verwöhnt und im Prinzip war mein Leben schön. Was nicht so schön war, da gibt es auch einiges, was ich halt auch aufzuarbeiten habe. Aber das ist ein anderes Thema und darüber möchte ich eigentlich auch nicht reden. 20. Frage. Was sind deine Ziele, die du noch hast? Ich habe viel vor. Also ich habe vor, ein eigenes Programm aufzubauen. Dafür arbeite ich momentan auch hart und lerne viel. Und ich möchte, dass meine Tochter einen anständigen Beruf erlernt. Ich möchte. Was habe ich für Ziele? Ich habe viele Ziele. Ich möchte vor allem auch irgendwann sagen können, ja, mir geht's gut. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich sagen kann, mir geht's gut. Ich bin gesund, mir geht's gut. Es ist ein super schönes Leben, was ich führe. Das ist mein Ziel. 21. Frage. Wovor hast du Angst? Gute Frage. Ich habe jetzt keine Angst wie manch andere vor Spinnen, Schlangen oder vor was auch immer. Ich habe surreale Ängste und naja, das sind halt auch Ängste, wo andere dann sagen, hey, wieso hast du die? Ja, ist halt eben so. Dafür habe ich aber keine Angst, wenn mir jemand eine Spinne irgendwo hinsetzt, weil Spinnen sind Tiere und Spinnen sind faszinierend und ja. Wovor hast du Respekt? Ich habe Respekt vor meiner Familie, vor meinem Mann, ich habe vor meiner Tochter Respekt, ich habe vor allem Respekt vor der Natur, vor allem. Aber nicht vor Menschen, die mir auch keinen Respekt gegenüberbringen. Also es ist praktisch so ein, man muss auf einer Stufe stehen können und sich auch in die Augen schauen können. Ich mag das nicht, wenn eine Person die andere fertig macht. Vor solchen Leuten habe ich keinen Respekt. Was verabscheust du? Ja gut, das habe ich eben praktisch schon beantwortet mit der Frage, was ich in meinem Leben nicht brauche. Ich verabscheue Lügen. Ich verabscheue Scheinheiligkeit, Falschheit. Ich verabscheue Menschen, die andere einfach so beurteilen und runtermachen wollen, nur weil sie vielleicht irgendwas anderes verstehen, was man vielleicht überhaupt gar nicht so gemeint hat oder so. Also ich sage immer, ich bin dafür verantwortlich, was ich sage, aber du bist dafür verantwortlich, was du verstehst. Das ist halt so eine Sache. Ich verabscheue Klöße. Ich hasse Klöße. Ich verabscheue Männer, die ihre Frauen schlagen. Ich verabscheue Alkohol. Naja, Alkohol allgemein nicht. Ich trinke auch ganz gerne mal ein Bier, aber ich hasse das,
wenn sich Männer die Köppe zusaufen und dann je nachdem auch auf eine Frau einschlagen. Ich hasse Männer, die keinen Respekt vor einer Frau haben. Ich hasse einiges, sage ich jetzt mal so, aber das sind auch wieder andere Themen. 24. Frage: Was ist deine Jahreszeit? Meine Jahreszeit ist definitiv Frühling. Der Frühling, wenn die Sonne scheint, die Temperaturen schön sind, das mag ich. Ich mag das jetzt nicht, wenn es im Sommer zu heiß ist, dass man gar nicht vor die Tür gehen kann. Der Herbst ist auch noch schön. Also Frühling und Herbst, das sind so meine Jahreszeiten, wenn die Sonne scheint, nicht so wie momentan. Und ich mag es auch im Winter, wenn der Schnee liegt und die Sonne scheint. Also es muss sonnig sein. Sonnig, sonnig. Einfach sonnig, dann bin ich glücklich. 25. Welche fünf Worte fallen dir spontan ein, wenn du auf dein Leben zurückblickst? Freude, Angst, Trauer, Wut und glücklich sein. 26. Was ist dein Motto-Spruch? Ja, habe ich eben schon gesagt, ich bin dafür verantwortlich, was ich sage. Du bist dafür verantwortlich, was du verstehst. Das ist zum Beispiel ein Spruch, den ich sehr gerne sage. Nutze den Tag, also carpe diem, weil jeder Tag ist was Besonderes. Ich bin um jeden Tag dankbar, wo ich wach werde. Ich bin um jeden Tag dankbar, wo meine Familie gesund ist, an dem ich gesund bin. Ich bin sowas von dankbar und ja, carpe diem eben. Nutze den Tag und ja, ganz wichtig. Welche Situationen schockieren dich? Das ist die 27. Frage. Mich schockiert, wie ich auch schon erwähnt habe, wenn Menschen, andere Menschen über andere Menschen urteilen, ohne den Menschen zu kennen. Das schockiert mich sehr, weil man sowas einfach gar nicht machen kann. Man kann jetzt nicht, zum Beispiel hier auf YouTube, man guckt sich ein Video an und man urteilt sofort über den Menschen. Man guckt sich dann auch kein zweites Video an, weil der Mensch ist dann halt so. Ich habe mir bei manchen Leuten mehrere Videos angeguckt und habe mir dann ein Urteil gebildet. Oder ich habe mir Videos angeguckt und habe mit der Person geschrieben und habe mir dann ein Urteil gebildet. Ist okay, ist nicht okay. Gucke ich weiter, gucke ich nicht weiter. Möchte ich engeren Kontakt, möchte ich keinen engeren Kontakt. Mich schockiert halt eben so eine Engstirnigkeit, wenn man jetzt was sieht, was einem nicht gefällt. Die Person ist jetzt so und so, Urteil gefällt, fertig. Das schockiert mich. Mich schockiert manch politische Einstellung. Mich schockiert, wenn ich belogen werde, bin ich schockiert. Und das Wahlergebnis heute hat mich auch schockiert. Und ja. Krankheiten. Wenn ich höre, dass wieder jemand aus meiner Familie irgendwie krank ist oder so, dann stehe ich total unter Schock. Das schockiert mich ohne Ende. Ja. Und noch andere Sachen. Frage Nummer 28. Welche Person aus deiner Familie ist dein Vorbild und inspiriert dich? Mein Vorbild sind alle aus meiner Familie, sage ich jetzt mal. Und sie inspirieren mich auch, weil jeder Mensch hat was anderes, wovon sich ein anderer Mensch wieder was abgucken kann. Und ein ganz großes Vorbild für mich war und ist immer noch mein Opa. Mein Opa, meine Oma, meine Mama, eigentlich alle. Aber mein Opa, der ist so ein Stehauf-Menschen gewesen und ihn hat eigentlich nichts umgehauen. Eigentlich. Und er hat mir viel beigebracht und ja, das ist halt jetzt ein Thema, wo ich. Das ist halt so. Er hat mich inspiriert und ist auch ein Vorbild, genauso wie alle anderen aus meiner Familie. Fünf gute Eigenschaften von mir. Ich bin ein guter Zuhörer. Mir kann man vertrauen. Ich bin für andere da, wenn sie mich brauchen. Ist das eine Eigenschaft? Ich kann gut kochen. Ist das eine Eigenschaft? Ich weiß es gar nicht. Ich kann aber auch einen Mund halten. Wenn mir jetzt jemand was sagt oder so, halte ich meinen Mund. Also das zählt eigentlich auch zu Vertrauen, glaube ich. Aber das ist auch so eine Eigenschaft. Und die letzte Frage, die 30. Fünf schlechte Eigenschaften. Ich bin überpünktlich und hasse Unpünktlichkeit. Ich glaube, das ist eine schlechte Eigenschaft, weil ich dann je nachdem ziemlich sauer werde, wenn mein Gegenüber unpünktlich ist. Ich kann schlecht Nein sagen. Also, wenn jemand was von mir will,
Ich versuche es immer, jedem und allem recht zu machen. Das ist aber manchmal leider nicht möglich oder ich vergesse mich dabei. Das ist wirklich eine sehr schlechte Eigenschaft von mir. Ich kann sehr giftig werden. Also wenn jemand meiner Familie oder mir Ungutes tut oder was gegen uns sagt, werde ich sehr, sehr böse. Und schaltet sich bei mir im Hirn ein Schalter aus und dann kann es auch passieren, dass die Person, wenn die vor mir steht, eine auf die Nase bekommt. Das ist eine sehr schlechte Eigenschaft von mir, aber ich kann das auch nicht abschalten. Also das ist sehr schlecht, sage ich jetzt mal. Und dann als viertes schlechte Eigenschaft, ich bin sehr hibbelig und unruhig und bringe leider Gottes dadurch auch manchmal ein bisschen Unruhe ins Leben mit rein. Und die fünfte Eigenschaft, die schlechte von mir ist, weiß ich gar nicht. Schlechte Eigenschaft, die fünfte schlechte Eigenschaft von mir. Ich bin sehr selbstkritisch. Wenn mich jetzt jemand fragt, was ich an mir mag oder so, ich bin wirklich sehr selbstkritisch. Ich sage dann eher Dinge, die ich nicht mag. Und da sagen auch viele, du hast eine verzerrte Wahrnehmung. Aber ich sage mir, ich habe lieber ein selbstkritisches Denken, als dass ich selbstverliebt bin und dementsprechend auch agiere oder reagiere. Man kann es nehmen, wie man will. Ob es eine schlechte Eigenschaft ist oder eine gute Eigenschaft ist, ich weiß es nicht. Ich finde, es ist okay, dass man auch selbstkritisch sein kann. Andere sagen, du bist zu selbstkritisch und so bin ich eben. Ja, das waren dann jetzt die 30 Fragen von dem über das Leben-Check von der lieben Barbara. Danke, liebe Barbara, dass du dich hingesetzt hast und dir die Fragen überlegt hast. Ich hoffe, meine Antworten sind soweit okay. Also, so bin ich halt. Ist so. Das ist mein Leben. Das sind die Antworten über mein Leben. Und ja, falls ihr Lust habt, macht doch einfach mal mit. Ich würde gerne meine Abonnenten, die ebenfalls einen YouTube-Kanal haben, taggen, wie zum Beispiel die Silvia von Funny Life. Funny Life TV? Silvia, dein Kanal! Schrecklich lang! Dann die Lena von Wonderful Place. Dann oh Gott, ich tagge euch alle. Fertig. Weil sonst müsste ich jetzt alle nochmal nachgucken. Und ich mag euch alle wirklich sehr und ich würde euch alle gerne taggen und würde gerne euer Video dazu sehen von dem Über das Leben-Tag. So, nun macht euch bitte an die Arbeit. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und habt einen wunderschönen Abend, Tag, Nachmittag, wann auch immer ihr das Video schaut. Lasst euch gut gehen. Bis bald.